Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück beim Verkünder. Heute mal mit Back for Blood. Ist neu rausgekommen und ich dachte mir so, ja komm, da kannst du jetzt mal ein Video drüber machen. Ist ein ziemlich geiles Spiel meiner Meinung nach. Ja, bevor ich euch das ganze Gameplay zeige mit Harry zusammen, der ja freundlicherweise mit mir hier dieses Video gemacht hat und auch ja, mir da so ein paar Informationen zum Spiel gibt, beziehungsweise euch ein paar Informationen zum Spiel gibt, mache ich hier die kleine Einleitung. Hier im Hintergrund seht ihr, wie die Decks verteilt werden. Ihr habt so gesehen die Perks und mit allem drum und dran, und da kann man dann halt so einige Dinge auswählen und ja, ist halt ziemlich geil gemacht. Und ja, nur dass ihr da so einen kleinen Überblick kriegt. Ich bin noch nicht tausendprozentig drin im Spiel, hab das Spiel jetzt eine ganze Weile gespielt und ja, aber trotzdem, der Matthias, der kann euch dieses Spiel und dieses Spielprinzip viel, viel besser erklären als ich, da er schon viel, viel mehr Spielstunden in diesem Spiel hat. Viel Spaß mit dem Gameplay und ja, wir sehen uns dann danach wieder im nächsten Video. Und damit willkommen zu meinem Video, heute mit dem Harald, der will mir so ein bisschen das Spiel zeigen hier, Back for Blood, heute neu auf meiner Festplatte gelandet und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich drehe mal den Spielsound ein bisschen leiser, ich hoffe, dass man den Harald dann auch gut hören kann. Hallihallo, grüß euch. Ja, das war der Harald. Ja, wir suchten jetzt hier mal ein bisschen rein und gucken mal, ich darf mir jetzt hier so noch einen Charakter auswählen noch. Hab mir den genommen, weil der kommt mir eigentlich am coolsten vor. Ja, cool ist halt auch die Mom, ne? Ich weiß nicht, ob du die schon freigeschaltet hast. Mhm. Die hat halt auch was drauf, ne? Die Waffen sind erstmal egal, weil das ist zwar die Standardwaffe des Charakters, aber am Anfang jetzt gleich, wenn wir im Safe Room starten, vor jeder Runde, dann kannst du immer deine Waffen dir auswählen, beziehungsweise kaufen und so weiter und so fort. Also es kann so individualisieren, so. Mhm. So, ich muss jetzt zum Beispiel auch die Mom nehmen oder den Jim oder die Carly. Ja, aber ich nehme die Mom dann besser. Ja, wir haben uns vorher auch unser Deck zusammengelegt hier mit den Fähigkeiten. Wie schon im Intro einmal kurz gezeigt. Also zur Erklärung. Ich habe ja also das Spiel einmal kurz erklärt am Anfang vom Video. Und ja, hoffe ich, dass ihr da so ein bisschen einen Überblick bekommen habt, was wir hier überhaupt gerade klicken, wegklicken, wie auch immer. So, die Verderbniskarten hier, das sind quasi Bonusmissionen oder Bonus-Herausforderungen. Also finde den Probebehälter und bringe ihn zum Ende des Levels, um 500 Kupfer zu verdienen. Mhm. Wäre jetzt eine Herausforderung. Der ist dann halt irgendwo versteckt in einem Raum und den muss man finden und ja, überleben natürlich und rausbringen. Dann kriegt man halt Kupfer. Kupfer ist die Währung im Spiel. Damit kauft man sich alles. Also ungefähr wie in Fallout die Kronkorken. Ja, so ungefähr. So ungefähr. So, dann hat man hier alles ausgewählt. Wähle deine Karten. So, dann kannst du halt hier noch zwei individuelle Karten wählen. Beziehungsweise eine, nicht zwei. Mhm. So, ich habe jetzt hier die Kampfeslust ausgewählt. So, und dann bereit. Und dann stehen wir hier im Safe Room. Ja, wo klicke ich jetzt auf bereit? Du kannst auch F drücken oder was, glaube ich. Na, guck mal. Kartenmenü anzeigen, Kartenmenü verstecken. Also der erzählt einen Countdown gerade. Ja, genau. Und wenn der Countdown unten ist, dann geht die Runde so oder so los, egal was du da klickst oder nicht geklickt hast. Ah, okay. Okay. Die Runde kann natürlich auch früher losgehen, wenn wir hier mit vier Spielern drin sind. Wir sind aber jetzt aktuell nur zu dritt, weil der wohl keinen Spieler mehr gefunden hat. Das heißt, wenn der Countdown auf 0 ist und es geht los, kriegen wir, glaube ich, noch einen Bot hier rein. Ah, okay. Bot-Spieler. Also es sind immer vier Spieler eigentlich, ne? Mhm. Aber die Bots haben nichts drauf, hast du gesagt, ne? Ja, die stellen sich halt schon ziemlich dämlich an und manchmal hindern die eigentlich mehr, als dass die förderlich sind. Weil die von den Gegnern öfters dann mal irgendwie in die Mangel genommen werden und dann musst du denen halt auch helfen, ne?
Also meinst du, da muss der Entwickler auf jeden Fall nochmal ran? An die KI? Da muss auf jeden Fall nochmal der Entwickler ran. Er sollte sich natürlich jetzt nicht auf seinen Lorbeeren, wie zum Beispiel der Grafik hier im Game, ausruhen, ne? Mhm. Weil die Grafik finde ich persönlich echt super. Ja. Gerade in 4K. Aber das wirst du gleich noch sehen, wenn es so richtig losgeht. Ich spiele auf WQAD jetzt gerade, also auch in der Filmsequenz hatte ich durchgehend 165 Hertz, also FPS. Oh. Hier, komm mal her. Bist du schon hier drin? Oder nee, bist du noch nicht drin? Bin noch nicht drin. So, jetzt haben wir nämlich den Bot hier. So, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Waffenkiste, ne? Du kannst da die Waffen wechseln. An der Zugkiste hier kannst du neue Waffen kaufen. Ja, oder was austauschen oder so. Wie du halt lustig bist. Roger, hier Rover 2, over. Erinnert ein wenig an Killing Floor. Unterwegs. Ja. Also Raytracing haben wir nicht, glaube ich, ne? Raytracing habe ich jetzt ja auch noch nicht gesehen, ne? Letzte Chance zum Pinkeln. So. Mal gucken, wenn du ready bist, dann geht's halt los, ne? Molotov Cocktail. Also ich persönlich bin kein Scharfschütze, ich kann nicht mit dem Scharfschützengewehr. Weil ich stehe auf explosive Sachen. Schrotflinte ist halt geil. Genau was ich wollte. So, dann können wir los. Ja, ab geht's. Oh. Hallo. Ja, schon gut rund hier. Hallo. Wie macht man Wallshed? Wir versuchen am besten mit T übers Dach zu gehen. Ich suche den Raum halt mit dem Kupfer. Juhu, mein erster Kill. Ich hätte es nicht besser machen können. So, du siehst unten beim Charakter, siehst du über dein Lebensanzeichen so Kreuze, ne? Mhm. So oft kannst du sterben, richtig sterben, also nicht down sein, sondern komplett sterben. Dann ist das Game quasi vorbei. Du bist einmal gestorben oder was? Nee, ich habe halt nur 2 Leben, anstatt der Bot, der hat 3 Leben. Ah. Ignoriert er mich jetzt oder was? Ja, wir hören dich. Kurze Schrotti. Also. Hey, Bombe. Pickgun auf jeden Fall mitnehmen. Das Pickgun ist quasi ein. Der kannte dich, der hat deinen Namen gesagt, ne? Wer ist denn da überhaupt im Channel? Achso. Ja, wir hören dich. Ich bin gerade weg vom Blatt, wir nehmen gerade auf. Achso. Oh, sorry. So. Schau mal hier, die Uzi. Hey, lade nach! Geht der Harald wieder richtig rein hier, ne? Ah, bockt aber. Mach mal auf hier. Ja, da kommt direkt nächste Welle kommt dann, ne? Das war geil. Hier, komm mal her, hier ist eine Schnellfeuerwaffe, wenn du willst. Oh, da kommt ein fetter Alter! Hat die gerade Neuer? Ja. Matthias! Kannst du mir kurz helfen? Ja, ja. Ich helf. Ich kann mich hier nicht befreien, okay? Ich helf, ich helf. Braucht ihr mich heute noch? Gleich, wenn du Back from Blood spielst. Ja. Genau wie der Kollege hier, seid auch ihr herzlich eingeladen, auf unseren Discord-Channel zu joinen und mit uns zusammen zu zocken. Der Link dazu befindet sich wie immer in der Videobeschreibung. So, guck mal hier. Komm mal zu mir nochmal zurück. Ganz hinten. Mhm. Hier ist eine Vector drin, ne? Die ist halt auch nice. Ich weiß nicht, wenn du die über die spielen willst. Das brauche ich. Die knallt richtig. Oh, Schrotze ist am weg. Sind wir stärker. Ja, richtig. Und wir sind fertig. Zumindest vorerst. Mit der Taste Cäsar kannst du Kommandos geben, wie zum Beispiel sammeln oder. Oder pingen einfach. Und pingen ist Q. Okay. Q ist Ping. Mit Q kannst du auch deinen Gegner markieren oder so, ne? Wenn du sagst, zum Beispiel, der muss als erstes getötet werden oder so, ne? Mhm. So, jetzt geht's hier. Wie heilt man sich? Du musst ein Medkit haben, beziehungsweise auch rechts in der Leiste oben auf den Tasten hast du ja Items, die du eingesammelt hast, ne? Mhm.
Und da musst du zum Beispiel Schmerzmittel, Verband oder sowas haben. Komm mal her, nicht da runter, nicht da. Komm mal, oh. Komm auf. Ja, ja, ja. Habt ihr das gehört? Ja, ja, ja. Ja, pass mal auf. Ja, ich komm hoch. Hier kannst du dich auch heilen, ne? Guck mal, da ist ein Medizinschrank. Kann man auch pingen. Verarztet euch lieber. Ich glaube, einmal oder zweimal kannst du kostenlos und alles darüber hinaus kostet Geld. Hier in der Kiste, guck mal, da sind Gadgets. Das Pickgun ist ein. Was sag mal schnell? Dietrich. Dietrich, komm mal her, brauchen wir für hier. Für die Tür, da. Da war eine Tür, die ging nicht auf. Wo war die denn nochmal? Matthias, wo war die Tür nochmal? Ja, ich guck gerade. Da hinten, hinten. Da. Und mein Gleichgewichtssinn hat sich nie ganz erholt. Auf 5. Scheiße, Hoffman. Manchmal weiß ich nicht, wie du die Highschool überlebst. Ja, so halt dann Waffen und so ein Zeug, alle. Aber noch mehr Kupfer. M4. Ja, nämlich so, M4. Stärker. Ja. Ja, ich bleib bei meiner AK, die ist halt auch nicht schlecht. Was ist da drin? Ach, Aufsätze, guck mal hier. Was ist das? Holovisier. Geil, ey. Ja, du kannst sie halt modden, ey. Ja, ist also. Heilung? Ist noch Heilung? Brauche ich nicht. Schraubt der automatisch drauf, er ist geil. Painkiller. Ja. Und dann auf geht's, ne? Rein in die Olga. Komm, wir müssen denen helfen, den Boys. Okay, wo lang war das nochmal? Da. Ja, die rennen einfach durch, weißt du? Das ist halt auch nicht immer. Achso, die Raben dürfen wir nicht hochschrecken, was ich gerade gemacht habe. Oh, willkommen bei Hand. Wenn wir die Raben hochschrecken, kommen neue Gegner, ne? Kommt wieder eine Welle. Oh. Ist halt wie bei Hand, ja, genau. Brauche hier Hilfe, hey, Trödler! Ich warte! Bleibt zusammen, sonst werdet ihr gefressen oder entführt. Genau, guck mal, die ganze Horde ist schon bei denen da hinten. Mhm. Da müssen wir halt hin. Das ist nämlich der Safe Room hier. Oh Gott, die sind voll am Fighten da. Ich hab halt eine Rohrbombe, die will ich halt einmal schmeißen. Ja. Hey Jungs, wie geht's euch? Immer die Tür zumachen, dann ist die Mission zu Ende. Nice. Es wird, also das war jetzt noch popelig, ne? Es wird halt noch richtig knackig. Aber das muss ja jetzt auch ein kleiner Einblick gewesen sein, sag ich mal, für, ja, für Back 4 Blood und auch für die Zuschauer. So, wie ist denn so deine Meinung zum Spiel? Wie würdest du das Spiel so einordnen? In welche Kategorie? Also Must-Have oder eher so, ja, kann man mal zocken? Ich würde definitiv sagen, es ist kein Vollpreistitel. Im Game Pass ist es auf jeden Fall ein Must-Have, weil dafür ist es echt geschenkt. Ja, und ich finde, es ist dafür, dass es kein richtiges Story-Spiel ist, schon solide von der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Es ist ja eine Story durchaus drin. Ja, und es macht auf jeden Fall Spaß. Also von einem Akt zum anderen, es ist halt wirklich so eine Reise von diesen Protagonisten von A nach B. Und immer neue Locations, immer neue Orte, die du da entdeckst. Und ja, du wirst halt gleich auch sehen. Da werden halt auch manche Sachen passieren, die bombastisch inszeniert sind, meines Wissens nach so, und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Von daher, im Game Pass auf jeden Fall ein Must-Have. Okay, also mein erster Eindruck ist auch durchweg positiv. Deswegen habe ich den Matthias jetzt auch dazugeholt, weil er einfach mehr über das Spiel sagen kann als ich. Und ich hoffe, das reicht euch so ein bisschen. Ja, also den Kauf würdest du nicht empfehlen, eher das Runterladen im Game Pass. Oder wenn es im Angebot ist, ne, dann zuschlagen. Mhm. Ja, also Left 4 Dead 2021 kann man sagen. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns einfach mal ein Abo und ein Like. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Ciao, ciao.